Hallo Freunde zur nächsten Folge der Multiplayer-Beta. Ich bin jetzt einen Rang aufgestiegen und dürfte mir jetzt eigentlich eine Waffe freischalten oder einen Aufsatz. Ich nehme aber beim MP, nein, die hier freischalten, ganz genau. Und wähle auch gleich die aus, das passt eigentlich alles. Hier seht ihr die Perks, die Extras, die könnt ihr dann natürlich auch noch freischalten. Ihr seht schon, ich brauche jetzt noch bis zu Level 3. Sechster Sinn zeigt einen Hinweis auf der Minikarte in die Richtung der Feinde an. Für feindliche Luftunterstützung unsichtbar. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Schubdüsen regenerieren sich schneller, ist auch praktisch, aber das finde ich eigentlich praktischer fast. Ja. Natürlich für die Pistole gibt es auch das Visier. Die sind dann für Schalldämpfer, Laser, schnelles Magazin. Vollmantelgeschosse, okay. Ja. Das werden wir wahrscheinlich nicht erreichen, so gut wie ich spiele. deswegen, ja. Ich wollte es euch mal zeigen, dass ihr es wenigstens mal gesehen habt. Was man sagen muss, es ist ganz hübsch. Team Deathmatch. Ich konzentriere mich. Ja, nicht, dass es was bringt, aber gut. Mit der habe ich eigentlich in der PlayStation 4 Beta am liebsten gespielt, mit der MP. Aber schauen wir mal weiter. Leute, sind ja schon Level 18. So, hier muss eigentlich irgendwo, da oben ist ein Tunnel. So eine Höhle. Man kann auch, ach, da kann ich euch gleich eine neue Erneuerung zeigen. Man kann jetzt auch tauchen. Ach komm! Es ist bestimmt da einer drin. Na, wenn ich ihn treffen würde. Das war ja wieder. So, zeige ich euch das mal. Man kann hier schwimmen und auch schießen, falls ein anderer kommt. Es gibt ja auch so mehrere Wege, wo man dann im Haus rauskommt. Wo meistens auch schon irgendein Scharfschütze drin steht hier. Nee, diesmal nicht. Hier ist eine Brücke. War das jetzt einer? Nee. Ja, also grafisch kann ich über. Grafisch, ist kein Wow, aber ist nicht hässlich. Ich find's hübsch und reicht völlig. Ist hier überhaupt noch jemand? Ja, zwei andere Leute. Ich find's hübsch. Hallo! Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich über den Haufen geknallt, aber... Hallo? Irgendwo müssen die doch sein, dass hier wird doch ja nicht. Jetzt höre ich irgendwo, da oben ist einer. Ziel am Boden. Hier liegt eine Leiche rum. Hier ist einer. Da hinten. Da hinten war doch jetzt einer, oder bin ich jetzt komplett blöd? Gehen wir gleich da weiter. Irgendwo hat einen, da hinten ist einer. Natürlich ein bisschen blöd, wenn da nur zwei auf der Karte sind, das ist, ja. Wenn man vorher in den Boden schießt, der Boden, mein größter Feind, dann hat man meistens keine gute Chance, dass man überhaupt noch jemanden trifft. Feind am Boden. Irgendwo da unten ist anscheinend irgendjemand mit einem Raketenwerfer. Oh. Ja, da unten ist wahrscheinlich einer mit einem Raketenwerfer. Ne? Dafür wissen wir jetzt, dass hier im Haus einer drin ist und wahrscheinlich gehe ich gleich wieder hops. Ne, der andere hat den schon erledigt. Ah, dann gehen wir mal auf Tauchstation. Wenn mehr Leute drauf sind, ist eigentlich hier im Wasser immer irgendwo jemand drin. Das war in der PlayStation 4 Beta. Es war
Achso, ja, das ist, wenn man nicht früh genug auftaucht, man nimmt man natürlich auch Schaden. Das habe ich natürlich am Anfang auch unterschätzt. Ja. Habe ich natürlich am Anfang auch gedacht, ja, diese Future Soldiers haben doch alle irgendwelche Atemmasken implementiert. Drohung neutralisiert. Ja, ich bin so gut. K-L-U-K, was? Im Visier. Feind ausgeschaltet. Splittergranate! Boah, ja, da kam einer von hinten. Haha! Reden bitte, verzeiht mir, wenn ich ein bisschen weniger rede, aber ja, wie gesagt, man konzentriert sich dann doch ein bisschen auch, wenn ich nicht gut bin. Ach, verdammt. Auch wenn ich nicht gut bin, ach, ich habe eine Drohne. Die Sensoren erfassen das Ziel. Ich weiß nicht, warum ich so tief immer ziele. Früher war das anders, aber wahrscheinlich bin ich einfach Treibstoffkontrolle abgeschlossen. Zu alt für den Scheiß. Wie gesagt, ab 24 anscheinend sollte man keine Shooter mehr spielen. Ja, das Alter habe ich dann auch schon überschritten. Das ist nicht gut. Patronen-Prioritätsanforderung erhalten. Umleitung. Ich glaube, ich nehme jetzt mal wieder die Dings. Die ist nicht mehr so schlecht, die AK. Natürlich! Da draußen ist einer. Ja, natürlich. Wo steht der jetzt schon wieder? Der steht da oben drin, natürlich. Das gibt's doch nicht! Herrgott! Beute erledigt. Seht ihr, das ist ganz schön. Die Artillerie. Jetzt kommt dann. Warum steht immer hinter mir jemand? Verdammte Scheiße nochmal. Die Sicht ist schon praktisch. Also, der Bogen ist natürlich auch der Hammer. Der ist ein One-Hit. One-Hit-Wonder. aber man ist schon im Vorteil, wenn man. Man ist schon im Vorteil, wenn man weiß, da hinter der Tür steht jetzt einer oder da steht jetzt einer. Das ist schon praktisch. Sollte man nur noch treffen, auch noch was. Dann wäre es natürlich der Hammer. Schauen wir mal ins Kühlnass. Wahrscheinlich sieht uns da gleich jemand an. Noch nicht mal. Noch nicht. Da vorne kommt meistens irgendjemand. Nicht mal. Ja, da war diesmal einer von uns im Wasser. Komm schon.
Sichtpuls bereit. Schwimmt einer? Ziel am Boden. Drohne bereit für... Ihr enttäuscht das Abkommen. Kämpft härter. Perimeter auf 10.000. Feindliche Drohne nähert sich. Zerstört. Verbündete Drohne nähert. Boah, leck mich doch am Schwanz. Entschuldigung, ich meine natürlich am Pferdeschwanz. Die letzten Sekunden laufen, jetzt nicht nachlassen. Und wir verlieren schon wieder. Ich glaube, ich muss mal ins Gegnerteam gehen. Erledigt. Königsmörder, ja. Und da ist es auch schon vorbei. Ja, ich bin auch noch der Letzte. Geht mir aus den Augen. Ach, Zeitlimit habe ich mich nicht gemeldet. Wir müssen klüger kämpfen. 75 ist das Punkte-Maximum. Ja, da bin tatsächlich ich der Schlechteste. Ich wollte natürlich zeigen, wie... gut, man zielen muss, dass man so daneben schießt. Ja. Ach Gott. Ich sehe jetzt die Kommentare. Da meine Gott, du Noob, Mann, bist du scheiße. Du scheiße, die anderen sind scheiße, wenn ich an der ersten Stelle bin. Schämt euch. Ihr seid echt scheiße. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein Part und dann ist mal wieder kurze Pause und dann geht es weiter. Entschuldigung, das war mein Handy. So, dann schauen wir mal. Habe ich denn ein neues Level erreicht? Nein, ich glaube, wir verlassen. Bin ich Level? Wo steht mein... Ich weiß ja nicht mal, wo mein Level ist. So, da kann ich bestimmt schon ein Visier raufschrauben. Nichts raufschrauben. Hier können wir den Werfer reinschmeißen, wenn wir schon schwer sind. Hier das Ding frei und rüste es auch gleich ab. Und dann glaube ich, geht es auch gleich los. Ihr könnt mir ja mal schreiben in die Kommentare. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie hat sie euch gefallen? Habt ihr mitgespielt? Habt ihr nicht mitgespielt? Wieso habt ihr nicht mitgespielt? Werdet ihr euch Call of Duty Black Ops kaufen? Werdet ihr euch nicht kaufen, weil ihr sagt, es ist einfach schon zu viel des Guten? Habt ihr die Beta gespielt? Wenn ja, hat sie euch gefallen? Hat sie euch nicht gefallen? Wieso nicht? Wieso schon? Wolltet ihr lieber ein altes Call of Duty wieder, wo ohne diese Spezialfähigkeiten... Alle CDP-Einheiten ausschalten. Oder passt euch das futuristische Setting? Ja. Ich persönlich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mag das Setting hier. Und ich mag auch... einer ist irgendwo runtergefallen. Ich mag auch so das Spielprinzip. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, mir wäre auch so ein Oldschool Call of Duty wäre mir auch egal gewesen. Feind am Boden. Drecksack. Können wir es töten. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt für eine Granate ist, die hier so komische Geräusche macht. Da oben steht einer drin natürlich, da hau ich gleich wieder ab. Weil da hat man mit einem Sturmgewehr wenig Chancen, außerdem kommt jetzt bestimmt gleich sein Freund und hilft ihm. Erledigt!
lieber so ins Haus rein. Vielleicht können wir ihn ja sogar überraschen. Wahrscheinlich geht's nach hinten los, weil gleich jetzt jemand hier steht, aber... Okay, der Kollege ist hier ausgeschaltet anscheinend. Seht ihr, das meine ich damit. Auch wenn er mein Team... Wieso steht der... Was? Warum kaufe ich mir... Kaufe ich mir ein Spiel, wo ich im Multiplayer spiele und stehe dann in der Ecke? Das ist doch Kacke, sowas. Seid mir nicht böse, aber das ist Kacke. Da war doch jetzt einer, oder täuscht mich das? Haha, ich habe einen erwischt. Oh Mann, das war klar, aber na gut. Kein. Das ist aber seltsam. Ist hier keiner drin, es wäre doch wirklich... Wow. Ich bin getäuscht. Da ist keiner. Irgendwo steht gleich wieder einer um die Ecke und knallt mich. Feindliche Drohne gesichtet. Ach, verfickte. Verzeiht meine Ausdrückung, das ist ein Multiplayer, da darf man fluchen. Da muss man fluchen. Steht im Duden. Feindliche Drohne nähert sich. Natürlich. Meine Güte, ich bin schlecht. Ich weiß, Leute. Ich darf das meistens auch nicht so lange spielen, weil dann fange ich total ab, abzukacken. Ja, schlechter als jetzt. Vielleicht auch nicht schlechter als jetzt, aber... Feindliche Hellstorm unterwegs. Oh, Hellstorm. Ziel am Boden. Schauen wir mal hier rein. Was hier los ist für eine Party? Ich das, au, jetzt tötet mich das Wasser schon. Und da unten steht irgendwo einer. Überwachung erledigt. Dreh dich endlich um, du Kackbratze. So. Ja, das war's. Nein, nicht das MG. Ach du Scheiße. Na gut, dann nehmen wir eben das MG. Sichtpult aufgeladen. Naja, so schlecht ist es gar nicht. Feindliche Drohne gesichtet. Und da steht schon wieder einer. Es ist so lächerlich. Was zum Teufel ist denn das jetzt? Verbündete Drohne nähert sich. Überwachung erledigt. Ich bin schon zu alt für den Scheiß, dass man sich dann einfach hinlegt. Das kapiere ich wirklich nicht irgendwie. Ladung unterwegs. Oh, feindlich hier unsere. Jetzt ist er da nicht reingefahren. Raketenwerfer! Ja, ich.
Was? Achso, dachte schon. Soldat erledigt. Gibt's doch nicht. Meine Fresse. Such mal die. Nee, die habe ich nicht mehr. Doch, die. Versuchen wir die nochmal. Im Visier. Ernsthaft? Oh, meine Fresse, bin ich schlecht! Oder die anderen sind einfach nur Arschlöcher. Ich bin nicht schlecht, die anderen sind Arschlöcher. Eindeutig Arschlöcher. Da oben steht schon wieder so ein Arschloch. Meine Fresse. Achtung, ein ganzes Magazin daneben gehalten. Erledigt! Hiervon hängt zu viel ab. Einsatz. Ich hau hier ab, ich hau hier ab, ich hau hier ab, ich hau hier ab. Also wie ihr seht, wenn ihr Call of Duty Fans seid oder die Pro-Spieler schlechthin, besser wie ich will ich jetzt nicht sagen, weil es geht ja sowieso schwer. Schlechter sein, meine ich jetzt. Feind am Boden. Aber, feindliche Drohne gesichtet. Dann habt ihr mit dem Spiel bestimmt Spaß, gerade im Multiplayer, wie der Singleplayer wird, weiß ich ja nicht wirklich, aber was will man groß erwarten? Das ist ein Call of Duty. Ziel gescheitert, zum Evakuierungspunkt. Sie haben uns fertig gemacht. Ja, das haben sie. Sie haben mich fertig gemacht, vor allem. Wenigstens war ich nicht derjenige, der als letzter abgekackt ist. Und zurück ins nasse Grab. Alles die gleiche Klasse. Schau dich mal an. Ja, Leute, vielen Dank fürs Ansehen. Hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Dislike, wie es euch, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Weiter geht's noch mit Call of Duty Black Ops mit der Beta. Vielleicht spielen wir mal einen anderen Spielmodus. Aber ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Vielen Dank, Leute. Tschüss. Sikowski.